Seelsorge für Muslime. Dass das ein Bedürfnis ist, hat das Pilotprojekt vom Bund gezeigt. Das hat sich an Asylsuchende gerichtet und nach einer ersten Analyse positive Resultate erzielt. Trotzdem besteht das Angebot nur noch bis im Sommer, weil die Finanzierung nicht geklärt ist. Anders soll es beim Zürcher Projekt laufen. Wir haben für die ersten Jahre eine Anstoßfinanzierung können sicherstellen, auch mit Unterstützung von anderen Partnern, der katholischen Kirche, aber auch der Integrationsförderung. Mittelfristig muss das Projekt aber selbsttragend sein. Das heisst, es ist in erster Linie Aufgabe der muslimischen Gemeinschaften, für die Finanzierung zu sorgen. Im Kanton Zürich leben aktuell rund 100'000 Muslime. Für sie gibt es bis jetzt kein geregeltes Seelsorgenangebot. Darum wird der Kanton zusammen mit der Vereinigung der islamischen Organisationen, kurz VIOZ, Notfall- und Spitalseelsorge extra für Muslime anbieten. Für das sollen 10 Seelsorger ausgebildet werden. Es geht einerseits um fachliche Kompetenzen, die Menschen mitbringen müssen. Dann geht es aber auch um persönliche Kompetenzen. Es geht hier auch sehr viel um Kommunikation, auch um die Fähigkeit, eigene Überzeugungen erstmal zurückzustellen. Auch der Sicherheitsaspekt ist natürlich ein wichtiger Faktor. Also Imame, die einen interreligiösen und anschlussfähigen Islam vertreten. Es gibt besonders viele Anfragen nach muslimischer Seelsorge in den Spitälern. Das ist eine der Begründungen, warum das Projekt umgesetzt werden müsse. Der Anstoß für das Projekt ist auch stark von der christlichen Kirche gekommen, dass sie die Unterstützung auch brauchen, um können, zum Beispiel in einer muslimischen Familie helfen, wenn es darum geht, zu entscheiden, ob die Maschine beim Vater abstellen darf. Dass das eben auch manchmal ein religiös begründetes Ja braucht aus der muslimischen Perspektive. Umgesetzt werden soll das Projekt ab 2019.